Ich war ein von diesen Riesenhobeln, weißt du? Und die Mörderteilen. Mörderhobel, ja? Im Niederösterreichischen Landtag die Aktuelle Stunde zum öffentlichen Verkehr gegeben. Leider nur eine Aktuelle Stunde, die wir Grünen mit der ÖVP eingebracht haben. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, einen Sonderlandtag zu diesem wichtigen Thema, gerade jetzt in der Zeit, wo jeder weiß, dass Österreich das Kyoto-Ziel nicht erreicht hat und auch in Niederösterreich Maßnahmen dagegen gesetzt werden müssen. Und der Verursacher CO2 ist auch bekannt, ist LKW und PKW, der Individualverkehr. Und in Niederösterreich ist in den letzten Jahrzehnten der öffentliche Verkehr sträflich vernachlässigt worden. Das sieht man auch anhand der Budgetzahlen. Es ist so, dass das Gesamtbudget für Niederösterreich ca. 7,3 Milliarden Euro ausmacht. Und davon sind nicht einmal 5 Promille für den öffentlichen Verkehr vorhanden. Im Traisental haben wir ja diese besondere Situation, dass es offensichtlich 200 oder 400 Millionen Euro an Budgetmitteln gibt, um eine neue Schnellstraße zu bauen, die in erster Linie mal vierspurig wird, dann zweispurig weitergeführt wird. Um insgesamt 400 Millionen Euro kann man also eine neue Schnellstraße bauen, um den Ort Traisen einen Autobahnanschluss letztlich zu ermöglichen. Und nebenbei haben wir die Situation, dass die Traisentalbahn, die seit 130 Jahren existiert, die eine Lebensader ja wirklich traditionell immer war, sukzessive ausgehungert wird. Immer wieder schwebt über unserer Eisenbahn das Schreckgespenst und das Gerücht, dass wir Teilstreckenschließungen machen, dass es ja legitim sei, über Bus- und Schienenersatzverkehr zu diskutieren. Wir haben die Situation, dass wir Langsamfahrstellen haben und mit einem Bruchteil von dem Geld, das für eine neue Straße ausgegeben werden möchte, könnte man eigentlich diese Strecke sanieren. Und deswegen sind wir heute da. Anlässlich der Aktuellen Stunde sind Bahninitiativen gekommen von ganz Niederösterreich, denen es wichtig ist, dass ihre Regionalbahn erhalten bleibt und sogar ausgebaut wird. Das wäre mit einem großen Investitionsschub finanzieller Seite von Land Niederösterreich machbar. Der Herr Haibach, Initiator der Ibstalbahngesellschaft, war auch anwesend. Bei der Ibstalbahn schaut es im Moment nicht besonders rosig aus. Die soll von Seiten der ÖBB zugesperrt werden. Und es gibt Gespräche, dass die Privatpersonen die Ibstalbahn übernehmen.